ganz einfach den Becherrhythmus, den Rhythm Count, benennen. Den Becherrhythmus. Vom Prinzip aus. Ist es aber nicht. Man kann den Rhythmus, diesen Rhythmus ganz gut verstehen. Mit Sprache werden Rhythmen auf der ganzen Welt gelernt. Hier in Europa ist das nicht so häufig, da werden meistens die Rhythmen über Noten oder über Zähleinheiten gelernt. Was ziemlich Kopfarbeit ist, manchmal kompliziert sich zu merken. Ich habe folgende Worte dazu ausgedacht. Das ist ein Cup. Ein Becher. Englisch Cup. Ich nenne ihn auch. Und zwar so. Klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm, Cup. Klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm, Cup. Ich zeige es euch links, damit ihr es rechts nachmachen könnt und nicht spiegelverkehrt. Okay? Klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm, Cup. 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 Der zweite Teil. Klatsch, nimm, Cup in andere Hand. 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 Okay, zusammenhängend, erster Teil, zweiter Teil. Klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm, Cup. Klatsch, nimm, Cup in andere Hand. Klatsch, klatsch, schlag darauf, klatsch, nimm, Cup. Klatsch, nimm, Cup in andere Hand.